Oh shit, oh shit. Oh fuck, ey. Mist. Damn it, das hätte auch böse enden können, wenn unser Auto einfach explodiert. Wir sehen unser Auto nicht mal. So gut haben wir es geparkt, ja. Wir holen uns das vielleicht irgendwann wieder da raus, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Denn man weiß wirklich nie, in was, in welchen Gewässern, ja, man ist und wo welche Gefahren lauern. Deswegen mag ich es nicht, wenn man hier schwimmt und kein Ufer findet. Aber wir haben ja Gott sei Dank schnell wieder den Ausweg gefunden. Weil ich glaube, die Wassertiere werden auch von einem angezogen, wenn da Wasser ist. Da sind schon wieder Büffel. Oh Gott, wo haben die mich jetzt? Wir sind Gott sei Dank alle friedlich hier. Das ist sehr nett. Sogar die Tiger sind meistens friedlich. Bären sind nicht friedlich. Aber naja, gut. Man kann nicht alles haben. Sagen wir mal, eine Shotgun bei sich hat, so wie ich die gerade trage. Schön Primary, bei, wenn man durchs Skate geht. Kann einem fast nichts passieren. Ich habe ja auch noch C4 und sowas, mit dem ich wieder Hunde töten kann, wie letztes Mal gezeigt. Und jetzt, wie komme ich denn hier runter? Ganz einfach eigentlich. Wir glitschen hier runter. Ja, wenn das Auto da weg ist, dann werden wir das auch, glaube ich, tun. Oder wir nehmen einen sehr langweiligen Weg, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Genau so machen wir das. Ich habe immer Schiss davor, Hunde hier zu treffen, weil Hunde sind echt nervig. Ja, man muss doch anfangen zu schießen, dann hören einen wieder die Gegner und dann ist vorbei. Und irgendwie ist hier ein Brief auf der Minimap, den möchte ich gerne mitnehmen. Oh, da. Verlorener Brief. Und schon wieder hat irgendwas hier laute Geräusche gemacht. Hört einfach auf, Leute. Ah, das wollte mich angreifen. Da muss ich natürlich schnell handeln. Ich glaube, die haben mich gehört und wollen jetzt hier hochfahren. Wildschweine sind auch immer sehr böse. Ja, die wollen versuchen, hier hochzukommen. Da mache ich mich doch lieber aus dem Staub. Oh ja. Wenn die Räder durchdrehen, dann heißt das meistens, sie versuchen gerade einen Berg hochzufahren. Da flüchten wir über diesen Weg. Oh Gott, ist das doch weit weg, das Camp, ey. Da müssen wir noch ein bisschen laufen, jetzt wo wir unser Auto geschrottet haben, ne? Naja, shit happens. Was ist denn da wieder los? So, da vorne ist es. Was versuchen wir jetzt aber mal wieder Stealth hier. Stealth zu nehmen. Muss auch irgendwie mal funktionieren. Jetzt passiert. Perfekt. Eine Ablenkung, die man nutzen kann und ich treffe den Typen wieder nicht. Und er zündet sich selber an. Und ich wurde von irgendwem entdeckt hinter mir. Und das ist schon wieder alles in die Hose gegangen. Oh mein Gott. Es ist wieder das in die Hose gegangen, was in die Hose gehen konnte. Nämlich wir wurden von hinten entdeckt, ja. Und dadurch, dass der gerufen hat, hat jemand anders uns entdeckt und das ist aber so eine Kettenreaktion, jetzt wurden von allen entdeckt. Jetzt kommt auch noch wieder Verstärkung und jetzt flüchte ich erstmal hier ins, versuche es zumindest hier irgendwie ins Dickicht mich zu flüchten. Ja. Naja, müssen wir uns das wohl mit purer Gewalt gleich wiederholen und mit Sniperarbeit. Mal wieder, ne? Wir haben auch nur einen Typen wieder markiert, ey. Scheiße. Bam! Nicht getroffen. Den haben wir aber sofort. B
Bing, bing, bing. So, den nehmen wir hier erstmal aus. Zack. Schade, jetzt habe ich ihn auch. Na, da hat sich wieder selber die Luft geschossen. Da haben wir auch eine Zonne geschossen. Ne? Und das ist unser Camp. Richtig, richtig nice. Das heißt, ja, das ist diesmal, na, besser kann man nicht sagen, ne? Ah ja, bin schon dabei. So, erstmal Sachen verkaufen. Sehr nice. Munition kaufen. Wow, teuer, teuer. Aber ich möchte am liebsten erstmal einen Schalldämpfer haben, ne? Haben wir uns geholt. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Geld für Munition. Oh doch. Cool. Nice. So. This is all me. Oder all me, oder all me, oder was weiß ich. Auf jeden Fall gucken wir jetzt nochmal, wo wir hin müssen. Und dann mache ich wieder eine Nachsynchronisationspause. Und wir sehen uns dann nächste Woche nochmal mit ein bisschen Nachsynchronisation. Und dann nehmen wir jetzt erst nächste Woche den Funkturm ein, ne? Also, bis dann. Tschüss.